Soundstrike und sehen diese Veranstaltung als eine Unterstützung für die Occupy-Bewegung an. Daher möchte ich ganz kurz die Runde vorstellen. Also mein Name ist Markus Schwild, ich bin vom Berlin Soundstrike. Ja, hallo, mein Name ist Heiner Lücker, ich habe ein kleines Café in Mitte, ein Antikriegs-Café und habe die Leute von Occupy auch bei mir am Laden, die Aktivisten, bin auch mit dabei. Und die Idee ist halt heute hier anzufangen mit einer Serie von Veranstaltungen in Berlin. Also dass immer mehr Leute dazukommen und Orte sich einbringen und kleine Veranstaltungen ausrichten. Das ist der Sinn des heutigen Abends und alle herzlich willkommen, und dass es weitergeht. Ich bin so fertig wie Bilo und wir machen heute sehr spannende Occupy. Ja, ich bin Richard und ich bin auch der Bewegung mitgehört. Ich bin seit einigen Wochen aktiv dabei und ja, ich habe die Bewegung erlebt in der Zeit und ich habe vor allem nicht was bekommen. Das ist die ganze Woche ohne Betroffen und ich stelle die Leute noch dazu auf. Ich gebe das Mikro auch weiter. Hallo, ich bin der Christian, ich bin Künstler und Philosoph und das Occupy-Bewegung oder Demokratie Demokratie jetzt. Arbeite mit dem Richard zusammen in Friedrichshain zum Beispiel und mit dem Heiner sehr lange in Mitte, weil das so unsere Art Hauptanlaufstation ist für den Bezirk Mitte, weil da wir Räumlichkeiten sind, und viele Leute in der Atmosphäre. Und ja, mal gucken, wie weiterkommen wir so da. Ja, ich bin Daniel und ich bin auch Occupy zugehört oder dazugehört. Ich bin auch seit dem Sommer in dem Berliner Camp auf Malerischen aktiv gewesen und aktuell machen wir ein revolutionäres Kino in der KVU jeden Montag. Wer davon hört, Lust hat, kommt vorbei. Ja, hallo, ich bin in Berlin, bin freiwilliger Aktivist, so wie bei Berlin Soundstrike, bei Occupy oder anderen, der halt meine Hilfe braucht und ja. England, anscheinend eine Protestbewegung. Kann man die konkretisieren, diese sogenannten Vorgänger? Oder wie denn, ich meine, es sind ja teilweise mehr jüngere Leute, obwohl auch ältere Leute bei der Protestbewegung Occupy Berlin hantieren. Kann man ganz kurz mir erklären, wo der Unterschied ist zwischen der alten Opposition und der neuen, wenn ich sie so benennen darf? Ja, kann man. Das ist eine gute Frage, die ich finde. Auch gut, das Wort hier, alte und neue Opposition. Also ich denke mal, ein ganz wichtiger, grundlegender Unterschied ist, zum Beispiel, hier spricht jemand, der kein Internet hat, bewusst zu Hause und so weiter, weil er das Rezept da schon immer halt hat, aber als Arbeitsinstrument finde ich sehr sinnvoll. Und die große Neuerung ist der neuen Opposition, dass sie wirklich eine globale, also eine weltweite Vernetzung von Mensch zu Mensch in Anführungszeichen herstellen kann. Das ist der Grund, warum wir alle Kunden haben. Das ist wirklich neu in der Historie. Und das ist ein Unterschied, und die Vorgänger sind natürlich die großen Helden, 68 etc. oder irgendwo 1848, 1789, also ich gucke da persönlich so geschichtlich hoch und die sind nicht negativ oder so zu betrachten, überhaupt nicht. Jetzt sind logische Vorstufen zu dem Befreiungsprozess der Menschheit an sich, also der Bürger, die jetzt hier mit Erinnerung die Zäsur erreicht hat und jetzt sind diese ganzen Werkzeuge und Tools halt zur Hand, die wir vorher nicht hatten, also Flyer, Zäsur, Wartebahn mit Papier etc. mit Kosten verbunden. Heute kann man das, wenn man es gut macht, auch über Internetkanäle und über diese sozialen Netzwerke, die nicht nur so Anlaufstellen sind oder so Quatsch, sondern die werden auch wirklich bei der Bewegung zum Beispiel hervorragend genutzt. Vielleicht auch, weil es für heute ein Soundstrike werden soll, gegen Krieg, Rassismus und so weiter. Vorhin war die Frage, welche Organisationen oder wie wir uns abgrenzen von vorherigen Protestbewegungen. Also ich sehe das eigentlich ganz als diese Bewegung eigentlich knüpft sich nahtlos an die globalisierungskritische Bewegung an, die bis 2001 sehr aktiv war. Ne? Also es gab ja große
eine sehr große Bewegung, allen noch bekannt, Genua irgendwie, und da gab es doch mal eine Zäsur, das war mit den Anschlägen von 9-11 und da war das irgendwie vorbei. Und ich denke, wäre das damals nicht gekommen und dieser Terrorreihe und so weiter, die Kriege, die darauf folgen, wären wir jetzt schon viel weiter an dem Punkt. Ne? Da wäre das vielleicht schon vor 10 Jahren losgegangen. Okay, da gab es noch nicht so die Vernetzung auf Internet, aber ich sehe das mit dem Punkt, dass es eigentlich da eine Zäsur gab bei 9-11. Ne? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wir müssen gegen den Krieg kämpfen, um jetzt weiterzukommen. Ja. Und dann wird los. Ich glaube, wir müssen uns auch klar sein, dass jederzeit wieder so etwas passieren kann wie der 11. September und, oder etwas Ähnliches und dass wir dann auch darauf vorbereitet sind, wie wir damit umgehen, dass es auch Wege und Mittel gibt, diese Bewegung wieder auszubremsen, dass die Leute sich deswegen auch dieses Themas ganz besonders bewusst sein müssen, wie der Staat oder staatliche Autorität teilweise diese terroristischen Attacken nutzt und instrumentalisiert oder inszeniert sogar. Das war eigentlich die letzte Frage, die ich jetzt kurz vor unserer Pause stellen wollte. Wie weit ihr jetzt als die Vertreter, sage ich mal, der Occupy-Bewegung seid bewusst, dass ja der Staat oder ich sage mal das System selbst als Organisation gerne oder immer da bleiben möchte an der Oberfläche und sich nicht durch das gewaltsame Räumungen, die ja schon geschehen am Alexanderplatz, am Brandenburger Tor. Eine schwerwiegende Abschlussfrage in der Vorderpause. Wir sagen mal, dass ich darüber denke. Und zwar ist es natürlich ein Gedanke, der ist denkbar, wie man an deiner Frage hört, aber ich warne davor, schlechte Gedanken konstruieren schlechte Realitäten. Also ich denke zum Beispiel nicht daran, bin aber ein knallharter Realist. Ich weiß, was kribbelnde Beine sein kann, etc. Aber ich nehme es nicht schon gedanklich vorweg, sondern ich gucke lieber auf das, was wir schon erreicht haben, auf das, was wir erreichen können, zumal man eben auch wissen muss, oder wir ja alle wissen, dass zum Beispiel ein Polizist ist nicht mein Feind. Ein Polizist ist einfach nur ein armer Tropf, der aufgrund der Komplexität des Wirtschaftssystems dazu gewilligt ist, Geld zu verdienen, so wie er es tun muss. Und wenn er seine Uniform ablegt und der Feierabend ruft, dann wohnt er teilweise auch in Friedrichshainer Kreuzberg und weiß ich nicht, die Gift auch, und die sind auch teilweise Teil des Widerstandes oder der Bewegung oder was weiß ich. Also das, was man sonst immer ja nur Hippies, also im Gegenteil der Polizisten zuschreiben würde, das ist eben nicht mehr so schwarz-weiß. Es ist der Vorteil dieser Bewegung, dass es ja eben in Anführungszeichen 99% betrifft und das sind eben alle, außer Ackermann und Co. und Busch oder sowas. Und von daher gehören die auch zu uns. Und im Internet war mal ein schönes Protestplakat zu sehen, da stand, solange ihr noch schlaft, kämpfen wir für euch. Die eben nur diesen Beruf ergreifen, weil es da gutes Geld gibt. Ich werfe mir das nicht vor, aber während das System noch so ist, ist logisch, dass die Politiker, sobald sie bezahlt werden für ihre Arbeit, ist das unreal.